So, hallo, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben jetzt die Folge Nummer 354 und ja, eine Folge, die ich diesmal mit dem Windschutz aufnehme. Ich habe hier nämlich einen Fellwunsch-Windschutz von der Firma Gutmann. Ja, der Vorteil gegenüber dem WR2 ist, dass die Fellschutze, also diese Fellwindschütze von der Firma Gutmann einfach etwas günstiger sind. Also deshalb habe ich mir auch da gleich zwei geholt, einmal für die großen Geräte und einmal für die kleinen Geräte. Ja, sie sind vielleicht von der Qualität her, würde ich mal sagen, ja, sie gehen auch und ich habe ihn jetzt drauf. Allerdings, ich habe ja auch noch den Clip dran, also es muss sich so ein bisschen jetzt, ja, ein bisschen maßgetreu. Es ist eine Fummelei, so einen Windschutz hier drauf zu machen. Aber wenn ich jetzt hier so rangehe, ne, dann kann ich natürlich, ich werde jetzt auch mal gucken, ich werde das Gerät jetzt mal ans T-Shirt machen. Ich bin eigentlich kein so großer Windschutzfreund, weil ich immer finde, dass ein bisschen Qualität verloren geht. Natürlich, wenn man jetzt draußen aufnimmt und dann braucht man natürlich einen Windschutz. So, ich habe jetzt also praktisch den Windschutz drauf und habe das Gerät schön am T-Shirt dran. Ja, so klingt es dann. Es ist natürlich, ihr merkt es, also ich finde, wobei die 720 könnte das eigentlich ganz gut machen. Ja, wie gesagt, draußen ist ein Windschutz natürlich eine gute Sache. In der Wohnung ist es natürlich immer fraglich, ne? Ist die Frage, wie viel wird gefiltert? Ja, wie viel Höhen hat man? Wenn man jetzt eine Höhendetailaufnahme haben will, ist so ein Windschutz natürlich. Also vorausgesetzt, man hört sowas. Es gibt natürlich auch Leute, die hören das gar nicht so wirklich. Aber ich habe ja nun, was Höhen angeht, ein sehr höhenreiches Gehör. Also ich höre zwar nicht alles und auch nicht das Gras wachsen, aber gerade was Höhen angeht, ich bin ja auch ein riesen Höhenfan. Ich mag es halt, wenn es ein bisschen, ja, ich sag mal nicht zischelt, aber wenn man halt, ja, wenn halt Wasser läuft und man hört wirklich das Perlen des Wasser, sage ich jetzt mal, ne, so übertrieben jetzt. Und das sind einfach Sachen, klar, wenn man die Datei dann nicht nochmal bearbeitet, dann merkt man schon, wenn beim Windschutz halt, das ist immer, ne, also das, ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach mal Geräte erfindet, die diesen Windschutz gar nicht brauchen. Ja, ich meine, es gibt ja wohl auch Geräte, die das ein bisschen besser hinkriegen. Ich glaube, Zoom macht das ein bisschen besser als Olympus. Olympus hat ja da nie irgendwie. Ich finde schon, dass man beim Olympus vorne reinsprechen kann, ohne einen Windschutz zu benutzen, finde ich ja schon einigermaßen gut. Bei den 720 und 770, da haben sie sich ja schon etwas verbessert. Aber ja, ein Windschutz ist halt immer so eine Sache. Man muss halt begeistert davon sein, glaube ich. Also, und das Problem, was ich ja auch habe, ist, dass meine Katzen das ja lieben, also weil die Dinger ja aus Fell sind, also gerade die von Gutmann hier. Und ja, wenn ich jetzt den, nehmen wir mal an, ich würde jetzt das Aufnahmegerät irgendwo hinlegen, wäre der Windschutz garantiert weg. Ja, also ich muss natürlich, wenn ich so einen Windschutz benutze, hier drin in der Wohnung, muss ich das Gerät natürlich irgendwie an meinem Körper haben oder sonst kommt mein Kater und weil das ist ein Stück Fell und damit spielt er gerne. Ja. Aber ihr merkt, man kann schon richtig rangehen und ich kann auch reinblasen. Natürlich, es ist, wenn man jetzt, es ist natürlich kein vollkommener Schutz, ne? Also man, ein bisschen Wind kommt immer. Aber wie du schon sagst, Markus, für eine Außenaufnahme ist es natürlich immer gut, Windschutz zu haben. Ich mache ja selten Außenaufnahmen, so richtige Außenaufnahmen. Ich bin ja eher so der für Innenräume schwärmt. Also ich mag das, in Innenräume aufzunehmen, Atmosphären aufzunehmen, wenn Leute dabei sind, dieses Ganze, wie die sich rechts und links verteilen und so. Da bin ich eher so der Fan von. Und ja, eben weil man da halt keinen Windschutz braucht und es natürlich schön ungefiltert rüberkommt und das finde ich einfach schöner. Und der Raum an sich hat ja meistens auch noch eine Akustik. Das ist ja dann auch noch eine schöne Sache, ne? Also insofern, aber wer für Außenaufnahmen halt ist, und ich meine, es gibt ja auch tolle Außenaufnahmen, wenn ich daran an die Tests von David Georgi und Stefan Merk denke, wie sie so immer, ja, diese Autos, die von rechts nach links oder so Züge aufnehmen und so, das ist schon Wahnsinn. Ich selbst, das ist wieder so ein Terrain, auf den ich mich nicht bewege. Ja, ich mag es halt, Erinnerungen und Atmosphären aufzuzeichnen, so. Und dann auch lieber in Räumen und ja, aber so hat jeder einfach seins. Wie gesagt, jetzt habe ich diesen Gutmann Windschutz drauf und die sind eigentlich ganz okay. Ja.
ist halt irgendwie komisch, so ein Fellbüschel da oben zu haben, aber ja, das ist halt, aber wie gesagt, die sind einfach ein bisschen günstiger. Die kosten halt, ich glaube, 25 € oder 26 € kostet das so ein Windschutz. Also die sind wirklich etwas preiswerter als die Originalen von Olympus, ne? Also wenn man jetzt sagt, man will nicht ganz so viel für sowas ausgeben. Ich finde, eigentlich sind die Dinger ohnehin zu teuer. Also ich finde, dass ein Windschutz überhaupt über 20 € kostet. Ich meine, das ist letztendlich, was ist das, ja? Ein Stück Fell oder ein Stück Stoff? Ich weiß es nicht. Theoretisch könnte man sowas garantiert auch selber bauen. Wenn man jetzt handwerklich oder irgendwie, ne? Das ist ja letztendlich nur, man stopft ja da irgendwas. Man muss halt einen Stoff haben, der das irgendwie, der doch die, der das durchlässt, der aber keinen Wind durchlässt, ne? Also letztendlich, ja, ist das irgendwie, finde ich, das sowieso überteuert. Weil ich meine, so ein Windschutz hält ja auch nicht ewig. Ne? Ich meine, so ein Fell, ja, so ein Fellwindschutz sind ja eigentlich auch immer die besten, wird immer gesagt. Aber ich meine, ja, wie lange soll so ein Fell halten? Ne? Es ist ja auch kein echtes Fell natürlich. Ne? Nicht, dass jetzt alle, nicht, dass die Leute, die jetzt denken hier, ne, es ist natürlich kein echtes Fell. Aber es ist schon so, dass natürlich irgendwann auch Fell ausfällt oder wenn man es oft benutzt, dann irgendwann braucht man dann mal wieder einen neuen Windschutz und ja. Also, wie gesagt, ich bin so, wie ich immer sage, ich bin kein großer Freund von Kunstkopfmikrofonen, außer dem Original-Kunstkopf, den sich keine Sau leisten kann. Und ich bin auch kein großer Freund von Windschutz, weil, wie gesagt, in Innenräumen ist es Quatsch und da wird auch zu viel rausgefiltert, finde ich. Und draußen braucht man sie natürlich, wenn man jetzt eine windige Umgebung hat, aber auf der anderen Seite, ja. Gibt es ja auch so ein paar Tricks, ne? Mit dem Rücken zum Wind stellen, Low-Cut-Filter an, auf Zoom 6 stellen und schon hast du da auch ein bisschen, ne? Und kannst ohne Windschutz sogar arbeiten teilweise. Ne? Das sind so die einfachsten Tricks, die man anwenden kann. Und wenn man dann noch einen Windschutz drauf macht, ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Ne? Also wichtig ist halt immer mit dem Rücken zum Wind. Das ist immer, ne? Dass der Wind nicht gleich ins Gerät bläst. Ne? Ja. Das kann ich eigentlich nur dazu sagen. Ne? Also es ist alles immer eine Geschmackssache und ja, ich finde es halt auch sehr fummelig mit so einem Windschutz. Ich habe ihn gerade so rauf gemacht und jetzt habe ich natürlich auch den Clip um. Das heißt, jetzt sitzt er ja noch straffer auf dem Gerät, sage ich jetzt mal, und er hält natürlich auch klar. Man muss natürlich aufpassen, dass der Windschutz, dass das Fellteil, dass man nicht an den Ausschalter kommt, ne? Sonst geht das Gerät aus. Ja, ist wahrscheinlich mit dem WO2 besser gelöst, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal einen Windschutz kaufen würde. Also ich, nee, also da nehme ich dann lieber in Räumen auf oder in windgeschützten Umgebungen und ja, verzichte halt drauf, weil ich mir sage, dafür 25 € oder die von Olympus sind ja noch teurer. Ja, kann sein, dass es die inzwischen ja auch schon günstiger gibt und gebraucht. Ja, gut, einen gebrauchten Windschutz würde ich mir nicht holen, aber ja, also es gibt alles natürlich schon günstiger, klar, aber hier habe ich auch noch den großen, für die großen Geräte, ne, den habe ich ja auch hier. Ja, ist auch so ein Fellwindschutz für LS100 und LS14, ne? Also es ist alles machbar. Genau, kauft man sich halt einmal. Ich habe die auch schon ewig, meine Dinger. Und ja, aber ich benutze es halt wirklich fast nie, muss ich sagen. Also wirklich nicht. Also ich habe dann immer das meistens so gelöst, dass ich dann wirklich mich so hingestellt habe, dass ich keinen Wind abgekriegt habe. Oder halt wirklich diesen Trick, ne? Rücken zum Wind und dann halt wirklich mal Low-Cut-Filter rein, Zoom 6 und dann, ja. Und dann geht das auch einigermaßen. Ne? Hängt immer davon ab, was man aufnehmen will. Also klar, wenn man das natürlich wirklich so ein Naturschauspiel aufnehmen will, ist ein Windschutz natürlich super. Ne? Ja, aber so habt ihr den Windschutz jetzt mal gehört. Ne? So klingt er. Ich spreche nochmal direkt hier rein. Ich habe jetzt das Fell vom Mund. Ja, ist natürlich. Hygiene ist anders, aber ich weiß nicht, so ein Fellbüschel, also ich. Aber Fell ist ja, es wird ja immer wieder gesagt, Fell ist immer am besten. Ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Stoff das ist. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall kann man hier schön reinsprechen, reinblasen. Ja. Gut, wenn man jetzt natürlich, also klar, man kann immer Wind erzeugen, wenn ich jetzt natürlich von unten.
Ja, aber es ist auf jeden Fall bedeutend weniger als ohne Windschutz, ne? Ich kann ja mal den Vergleich machen. Ich versuche mal abzuziehen den Windschutz, ohne dass ich jetzt das Gerät ausschalte. So, ne? So ist es also ohne Windschutz, wenn ich jetzt reinblase. Ist klar, ne? Also, ja, so klingt also der Windschutz von Gutmann. Jetzt lasse ich ihn aber ab. So. Und ja. Und die kosten halt, ich glaube, über 20 € auf jeden Fall. Und ja, die sitzen in Berlin, die Jungs. Und ja, man kann da auch wirklich so einen Windschutz in Auftrag geben, wenn man jetzt ein bestimmtes Gerät hat. Das habe ich auch von David Gorgi hat das erzählt. Und er hat auch gesagt, wenn das in Serie geht, ne, also wenn man genug Aufträge hat, dann gehen manche Windschutze auch bei denen in Serie. Zumindest war es damals so. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie heute noch aktiv sind. Jetzt, wo ja die Audiorekorder immer weniger werden. Ja, aber gut. Es ist alles immer eine Geschmackssache. Ja, das muss man ja auch immer so sehen, ne? Und insofern, ja, probiert das aus, was euch liegt, ne? Ich will da auch keine Vorgaben machen, weil das ist nicht meine Aufgabe hier, den Leuten zu sagen, kauft euch nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich selbst habe immer das Motto, so wenig Zubehör wie möglich. Ja? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt ein Konferenzkit habe. Ja klar, ein Konferenzkit kann in manchen Sachen praktisch sein, kann aber auch hinderlich sein. Ich meine, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo bin und baue zwei Mikrofone auf, die zwei Mikrofone können natürlich leicht umfallen. Das andere Konferenzkit, was man da auf dem Tisch liegt, dieses MB33, finde ich sehr, sehr schlecht verarbeitet, muss ich sagen. Also erstmal dieses spinnedünne Kabel. Ja, also das, da macht meine Katze einmal einen Biss und das Ding ist durch. Ja, also muss ich echt mal sagen. Oder man zerrt mal kurz dran und dann hat man das Kabel abgerissen wahrscheinlich. Also ich kann den Leuten nur empfehlen, kauft euch ein Olympus DM720 und ihr habt keine Sorgen. Ja, also der nimmt gut auf, er nimmt die Höhen sauber, er nimmt die Bässe sauber. Ja, und ihr habt einfach das Gerät immer dabei, nimmt vielleicht noch Kopfhörer mit, ja, ein paar Ohrstöpsel, irgendwelche alten Ohrstöpsel. Und dann, also kabelgebunden ist klar, der hat ja keinen Bluetooth. Und dann ist eigentlich alles gut. Ja, und dann braucht man kein Zubehör. Ja, wenn man eine Bauchtasche mit so einer Handytasche hat, kann man den sogar noch in diese Handytasche machen, macht die zu. Ja, ihr kennt ja diese Bauchtaschen von früher, wo dann so eine. Da haben die Geräte auch immer gut reingepasst. Ich hatte mal eine aus Leder. Leider ist es nämlich kaputt gegangen und da war das so praktisch. Ihr wisst ja, diese Handytaschen kann man ja mit einem Klettverschluss zumachen. Und die konnte ich dann so halb zumachen, sodass halt die Mikrofone noch einigermaßen frei waren. Das bedeutet, die Tasche war letztendlich zu. Das Gerät, das war damals das Olympus DM550, konnte aber trotzdem aufnehmen. Und das war natürlich geil. Ich konnte sozusagen die Tasche zulassen. Es hat also keiner gewusst, nehme ich jetzt auf oder nehme ich nicht auf. Ne, weil keiner hat das Gerät ja letztendlich gesehen. Und trotzdem konnte ich dann aufnehmen. Das ist natürlich geil. Und das ist natürlich, ja, wenn du jetzt einen Windschutz drauf machst, hast du wieder. Ne, also es gibt Methoden, man kann sich das alles auch ersparen, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, okay, man will, gerade wenn man auch auf Reisen geht und muss dann halt zig Zubehörteile mitnehmen. Also wenn ich zum Beispiel wirklich jetzt wegfahren würde, was momentan ja auch schwierig ist, aber was ich bin ja auch nicht der Typ, der so auf Reisen geht, aber ich würde halt einfach nur meinen Olympus mitnehmen, einen Kopfhörer dazu. Ja, und das war's, ne? Und ja, wenn ich es dann auch aufs iPhone ziehen will, dann würde ich halt meinen Kameraadapter mitnehmen und Ladekabel habe ich ja sowieso dann dabei fürs iPhone, ne? Also insofern könnte ich dann jederzeit mit meinem Kameraadapter und ja, also so eine Sachen, sowas würde ich dann halt mitnehmen, um die Aufnahme dann gleich aufs iPhone zu ziehen und dann da halt gegebenenfalls das Podcast hochzuladen, sofern da WLAN wäre. Aber nehmen wir mal an, ich würde das jetzt nicht wollen, ich würde einfach erstmal für mich aufnehmen, ne? Dann reicht mein Olympus, DM720, zwei Kopfhörer dazu, um die Aufnahme abzuhören. Ja, und dann, das war's dann, ne? Mehr braucht man als Zubehör nicht. Und das ist natürlich schnell eingeschaltet, aufnahmebereit, du brauchst nichts anzustöpseln. Und es klingt einfach wirklich besser. Und ich muss es einfach mal sagen. Und man darf ja auch nicht vergessen, diese Konferenzkits, wann sind die entstanden? Ja, das Konferenzkit MI
30, was ja immer so gelobt wird, das ist zu Zeiten rausgekommen, als der LS3 rauskam. Also, das kam damals als Zubehör zum LS3 raus. Jetzt könnt ihr auch mal überlegen, wie alt das ist. Und das Ding ist heute noch sauteuer, das Konferenzkit, wenn man das alleine kauft. Also, daran seht ihr, und klingen tut es, ja, es macht eine schöne Trennung, das muss ich sagen. Und die Höhen sind auch einigermaßen, aber da fehlen mir dann wieder die Bässe. Und dieses andere, dieses ME in 33, was ich ja jetzt auch habe, also das ist wirklich, also das würde ich nicht benutzen, weil das ist mir einfach zu riskant. Da braucht wirklich nur einer an dem Kabel da zu ziehen. Und das ist so dünn alles. Ja. Also Konferenzkits sind immer so eine Sache, ne? Weil es ist ja immer mit Kabel und Anschluss verbunden und wenn da irgendwas rausgezogen wird oder sagen wir mal gerade wir als Blinde, wenn wir jetzt sagen wir mal wirklich dagegen kommen, dann kippt ein Ständer oben, ne? Also gerade bei den ME30, ne? Ja, und so ein Aufnahmegerät kann halt auch mal umkippen, aber da passiert halt nicht viel mit, ne? Also ich bin wirklich ein Freund von wenig Zubehör, ja? Also ich persönlich jetzt. Ja, und vor allem, man hat weniger zu schleppen. Ja, hast eine Bauchtasche, wo dein Gerät drin ist und fertig. Vielleicht steckst du es noch in eine Tasche. Okay, das ist, ne, in eine Tasche von Olympus. Das mache ich ja meistens auch. Aber mehr braucht man eigentlich nicht. Ne? Und wenn man dann noch den Kameraadapter dabei hat und ein Ladekabel, wenn man jetzt mehrere Tage weg ist, fürs iPhone, dann kann man halt seine Aufnahmen schön abends aufs Handy ziehen. Ne? Und das ist natürlich auch cool. Ja. Und wenn man das halt nicht will, dann hört man sich die Aufnahmen halt auf dem Gerät an. Ne, und da kopiert sie dann den Musikordner. Und kannst dann mit den Equalizer genießen. Ne? Also das ist auch möglich. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und jeder muss halt das Beste für sich finden. Ich sage immer, weniger ist mehr. Das hat man ja beim Olympus DM720 gesehen. Also ich sag euch, hätte ich vorher gewusst, dass das Ding so einen geilen Sound hat. Ja. Also wirklich, ihr hört es ja auch jetzt wieder, ja, es ist wirklich Wahnsinn, das Ding. Wirklich Wahnsinn. Ja, Olympus DM720. Also ich kann dazu nur sagen, ein super Gerät. Ja, und das sage ich nicht, weil ich euch das aufschwatzen will, denn ich habe ja nichts davon, wenn ihr euch das Gerät kauft. Aber es ist einfach so, der holt einfach wirklich alles raus. Und ihr habt es ja gehört beim Duschpodcast. Und ja, er hat nicht mal gepumpt groß, ja, also als die Dusche an war und so, da dachte ich, jetzt müsste er ja eigentlich mal anfangen zu pumpen, ja, nee, hat er auch nicht, und obwohl er auf manuell und auf volle Pulle stand, ja, und jetzt findet man ein externes Mikrofon, was so damit umgeht, ne? Also das ist natürlich schwierig, da muss man wahrscheinlich wirklich eine Menge Geld bezahlen, ne? Und dann auch noch so ausgewogen ist vom Klangbild her, ne? Also Höhen und Bässe und ja, und gut, wenn man jetzt zwei Mikrofone hat, so wie so ein Konferenzkit, da kann man natürlich dann auch das Panorama schön, ne, also wenn du natürlich ein Mikrofon ganz rechts und ein Mikrofon ganz links stellst, dann hat man natürlich wirklich so dieses Rechts-Links-Extrem, ne, also extreme Stereobreite. Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Aber ja, so hat jeder sein Ding, ne, sage ich jetzt mal. Jo, das zum Thema Windschutz oder Zubehör. Ne? Also jeder muss das halt selber entscheiden und ich bin halt eher so der, ich mag es klein und handlich und ja, ein Gerät, womit ich alles machen kann. Und ja, klar ist natürlich so ein Kunstkopf, ich habe ja gerade die Nachricht abgehört von dir, Markus, gerade das Kunstkopfmikrofon, also diese Ohr, die du in die Ohren steckst, sind natürlich dafür praktisch, wenn du natürlich Außenaufnahmen machst. Klar, dann gibt es halt kein Geraschel und so. Da hast du recht. Also für sowas ist es dann wieder gut. Ich selbst mache sowas ja kaum. Insofern. Ist das dann wieder. Ja, jeder hat so sein Aufnahmefeld, sag ich mal. Ne? Und das ist auch gut. Ich meine, so können wir alle auch den Leuten unterschiedliche Sachen ja, anbieten. Und jeder kann was anderes testen. Und das ist ja auch gut so. Ne? Das ist wirklich eine schöne Sache. Und aber ja, mit dem Olympus DM720 hast du mir wirklich was super Gutes empfohlen und boah, ich bin immer noch sowas von begeistert. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und das Ding ist einfach geil. Ich könnte da wirklich stundenlang irgendein Gequatsche aufnehmen und bin begeistert von dem Gerät.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wie der Weihnachten so aufnimmt. Und vor allen Dingen, wenn er Atmosphäre ist, wenn er auf manuell und auf hoch ist und wir quatschen alle und das Gerät steht auf dem Tisch, ne, so mit dem Mikrofon nach oben. Ja, also das ist, da bin ich echt gespannt drauf, ne, wie er so eine Tischsituation meistert, wenn also wirklich so vier, fünf Leute sich unterhalten und das Ding ist auf manuell und auf hoch. Und weit eins natürlich. Also dass wir auch ein Stereobild haben. Ein einigermaßen gutes. Ja. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Ich mache ja dann auch Musik Weihnachten. Also ich werde dann auch ein bisschen mit dem Keyboard spielen und werde dann auch mal ein bisschen was aufnehmen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie der das macht. Allerdings weiß ich da noch nicht, ob ich da wirklich auf hoch gehe. Ich denke mal, für die Keyboard-Aufnahme gehe ich wahrscheinlich auf Mittel. Wenn ich jetzt wirklich das Olympus irgendwo hinstelle und aufnehme, wie ich da Musik mache. Da muss ich mal gucken, das muss ich noch austesten. Das kann ich aber erst vor Ort testen, weil ich auch nicht weiß, wie laut ich bei ihr machen kann. Und bei Ela, und das ist ja auch mal so eine Frage. Hier zu Hause mache ich das ja gar nicht. Hier zu Hause spiele ich ja nur über Kopfhörer. Und insofern ist es schwierig auszutesten. Aber ja, mal gucken. Je nachdem, ob ich ein eigenes Lied spiele, wenn ich ein eigenes Lied da spielen sollte, dann kann ich sie auch mal reinstellen, wie das klingt. Ansonsten, so Weihnachtslieder geht ja nicht, weil dann kommt ja wieder gleich, wird ja wieder gleich was gesperrt oder so. Das ist ja mal das Blöde als Podcast oder halt bei YouTube. Aber naja, mal gucken, wie das alles so ist. Auf jeden Fall ist das wirklich ein geiles Gerät und boah, ja, wie gesagt, hört euch den Dusch-Podcast an und ihr merkt wirklich, obwohl diese verdammte Kabine zu ist, die Höhen kommen durch und das ist einfach Wahnsinn. Also, boah. Ja. Das ist einfach verrückt, dass das Gerät das trotzdem noch macht. Also ich bin wirklich mal gespannt, wenn man das Ding irgendwie in der Bauchtasche hat und die Bauchtasche so halb aufmacht oder so, wie dann der Sound ist. Also da bin ich echt gespannt, wie das Gerät damit umgeht. Wahnsinn. Ja. Wirklich schön. Ja. Ich denke, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Ich denke mal, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee kurz, damit ich wenigstens noch ein bisschen Kaffeeatmosphäre habe. Denn einfach nur quatschen und euch was von Olympus erzählen und dann den Podcast beenden, finde ich nicht so doll. Ja, trinken wir jetzt noch einen Kaffee und dann haben wir die 54, die 354 auch fertig und dann habe ich ja heute wirklich einiges hochgeladen, muss ich mal sagen. Also, boah, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, also es ist immer eine Frage des Hobbys und was will man und wie ausgeben, ne? Und ich stelle jetzt mal schon hier dahin, wo ich halt auch meinen Kaffee trinke. Ja, also jetzt können wir ja auch ein bisschen lauter sprechen. Es ist ja auch noch nicht irgendwie abends. Es ist schon abends, ja. Also es ist schon 20 Uhr, aber wir können trotzdem normal sprechen. Es ist ja immer nachts ein Problem. Da kann ich natürlich nicht so reden wie jetzt. Ja, ist klar. Deshalb sind dann die Aufnahmen auch immer ein bisschen leiser, von der Stimme her, meine ich. Aber da ist es natürlich gut beim 720, dass man den so laut ziehen kann, ne? Weil man dann natürlich auch selbst dann Sachen versteht. Ne? Gut, man muss natürlich ein bisschen mehr hinhören dann, ne? Aber ja, auch das schafft er. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, dass mein Kumpel Bernd irgendwann mal die Playlist aufruft und den hört und ich freue mich schon auf seine wunderbare Reaktion. Ja, der besagte Anruf, der ruft an und sagt: Boah, hörst du, der Olympus DM720. Boah, das ist. Der Bernd flippt voll aus, wenn er den hört. Ja, darauf freue ich mich schon, ehrlich gesagt. Ja. Das ist immer so geil bei ihm, wenn er was. Also, Bernd ist ja auch so ein Typ, ne? Mein Kumpel Bernd. Was heißt Kumpel? Wir sind ja richtig befreundet und haben 8 Jahre lang Musik gemacht. Aber er ist ja auch immer, das finde ich so cool, wenn er sich für irgendwas begeistert,
Das kann der so richtig schön rauslassen. Ich stelle mir das gerade vor, der hört den Olympus DM720. Boah, tierisch, ey. Ja, könnt ihr euch mal alle jetzt vorstellen, wie er das sagen würde. Flo, du hast da bestimmt auch schon deine Vorstellung, kennst ja Bernd auch ein bisschen. Ja, also das wird der Hammer. Ja, ich freue mich schon auf diese Kommentare. Also wenn der WhatsApp hätte, das wäre echt lustig. Denn ich glaube, wir würden nur so eine Dinger hinterher legen. Man nimmt irgendwas auf und Bernd dann... Boah. Ja, es ist schade, dass er... Ich wünschte manchmal wirklich, er hätte WhatsApp oder hätte wenigstens, ja, er würde wenigstens, man könnte wenigstens Dropbox verschicken oder man könnte so Musik zusammen machen. Ne? Er spielt was ein und ich spiele meine Spuren drüber oder so, das wäre schon echt geil, aber naja, er geht dann halt auch nicht so an die neue Technik ran und das finde ich halt ein bisschen schade. So könnte man wenigstens so noch ein bisschen Musik machen. Naja, aber irgendwann wird er das Olympus DM720 schon hören und dann kommt garantiert eine Reaktion, sofern auch immer mal wieder ans Internet kommt. Ja, aber es macht halt Spaß, ihn danach nachzumachen. Was würde er sagen, wenn er den hören würde? Boah, ey, tierisch. Das ist ein Sound, ey. Ja, also... Ja, daran habe ich Spaß. Jetzt wird noch ein Kaffee getrunken. Auf dem Abend. Ein bisschen Essen habe ich auch noch, also was will man mehr? Machst du denn da? So. Ja, wieder eine Podcast-Folge. Also wir briesen die Folgen. Das ist jetzt die 354. Ja, aber wie gesagt, sowas muss man ja auch mitteilen und es gibt einfach gewisse Sachen, da denkt man unterschiedlich und trotzdem kann man sich ja zusammentun. Gerade was diese Olympus-Aufnahme, ich meine, ich da ich ja nicht so oft draußen bin, mache ich ja nun mal auch keine Außenaufnahmen und aber wie gesagt, das ist halt auch jeden seine Sache. Vielleicht entdecke ich ja irgendwann auch mal irgendeinen bestimmten Windschutz, den ich super finde und dann... Ja. Ich würde den auch mitnehmen. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt wegfahren würde oder irgendwo hingehen würde, würde ich natürlich meinen Fellwindschutz mitnehmen und würde dann sagen, okay, falls mal wirklich eine windige Situation ist, mache ich ihn halt auf. Ne? Aber ja, in Räumen, so wie jetzt zum Beispiel, ne? Also das wäre ja Quatsch, einen Windschutz raus. Vor allem, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Windschutz drauf hätte und das Gerät steht da, wäre der Windschutz wahrscheinlich schon weg oder das Gerät läge auf dem Boden. Weil mein Kater, der liebt sowas, ja, Fell und ja... Das finde ich ja gut. Ja, ja. Nichtsdestotrotz ist es ja schön, dass jeder auch andere Hobbys hat oder dass jeder auch die Aufnahme anders sieht. Ne? Also was ich beim OKM einfach wieder bemängele, ist dieses verdammte dünne Kabel. Ja, also das Ding ist auch wieder, das hat so ein dünnes Kabel und ja, da braucht man ja wirklich irgendwie blöd reißen oder keine Ahnung und dann ist es kaputt. Ja, also das sind alles so Aspekte und dieses OKM, diese OKM-Mikrofone sind auch wirklich, finde ich, die kosten teilweise über 200 Euro. Gut, jetzt sind sie vielleicht auch ein bisschen günstiger, aber dafür, dass die so teuer sind und dieses dünne Kabel haben, also da ist es mit dem Ohrwurm schon wieder besser, da kann man ja alles auswechseln, glaube ich, so wie ich mitgehört habe. Also da... Gut, aber der Ohrwurm kostet ja auch seinen stolzen Preis und klingt auch nicht so doll, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum der immer von allen so hoch gelobt wird.
Ja, also finde diese Ohrwurm-Mikrofone nicht so doll, muss ich sagen. Also da ist überall, habe ich das Gefühl, da werden die Höhen gecuttet. Aber wie gesagt, das kann auch nur ein Eindruck sein, ne? Vielleicht bin ich auch einfach so ein Höhen-Fan, dass ich das so empfinde, ne? Das möchte ich auch mal dazu sagen. Es geht jetzt nicht darum, meine Meinung durchzusetzen oder sowas, sondern das sind ja auch nur Eindrücke. Jeder hört anders, so wie du es ja auch sagtest, Markus. Jeder hat ein anderes Gehör und jeder braucht für sein Gehör natürlich auch was anderes. Und ich bin halt ein Freund von Details. Ja, also für mich sind halt Höhen und Bässe wichtig. Ein anderer steht auf Mitten. Ja, es gibt Leute, die mögen das neutraler. Ja. Stefan Merk, wie wir wissen, war immer ein Fan von diesem Neutralen. Und wenn der mit dem LS11 Aufnahmen gemacht hat, habe ich immer so gedacht, oh, was ist denn das? Also gerade beim LS11, der hatte noch kein Center-Mikrofon, da klang alles immer so, keine Ahnung. Also den hätte ich mir nie geholt, ja, also vom Sound her. Also das war wirklich so ein Gerät, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, wieso findet er den so gut? Also, ja, aber da sieht man mal wieder, wie die Geschmäcker einfach unterschiedlich sind, ne? Ich meine, der LS3, der hat auch, da waren auch wenig Höhen und das klang auch alles immer so mittig und das wurde dann immer so hoch. Ja, jetzt gibt es den LS3 und der kann dies und das und Kompressor drin und Limiter drin. Ja, aber wenn ich zu nah rangehe, übersteuert er auch. Und wo ich dann sage, wozu ist da ein Limiter drin, wenn er dann trotzdem übersteuert? Also, ich glaube, dass viele Leute einfach durch ihren eigenen Geschmack, und ich will mich damit gar nicht ausschließen, ja, eine Sache so gut finden. Ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jemand zum DM720 sagt, das sind ihm zu viel Höhen, zum Beispiel. Ne? Also, das ist immer alles eine Geschmackssache und ich denke mal, über Geschmack kann man sich streiten, muss man aber nicht. Und ja, man muss ja auch dann halt auch wieder einfach sagen, es ist ja schön, dass jeder sich sein Aufnahmeequipment so zusammenstellen kann, wie er es für richtig hält. Ne? Ja, aber so gehen die Meinungen halt auseinander. Ne? Also ich war immer so ein Freund von Bässe und Höhen und so Neutrales fand ich immer nie so doll. Also klare Sprache mag es ja auch immer noch, wenn man jetzt wirklich nur den reinen Ton. Aber ich fand zum Beispiel auch, wie Stefan Merk dann diese Kabine hatte und dann, ja, ich habe mir jetzt die und die Kabine geholt und dann wurde die Stimme immer trockener und da habe ich mir dann auch manchmal so gedacht, ja. Also man. Für mich war das unbegreiflich. Ne? Ich habe dann immer so gedacht, wie kann man so viel Geld ausgeben, letztendlich für eine Sache, die dann in meinen Ohren, also für mich, ich bin ja nun kein Profi, ich bin auch kein, aber sag mal, für den letztendlichen Anwender, ich fand es halt auch nicht wirklich besser. Dann hat er auch mal dieses Procaster da geholt, dieses Mischpult, und da waren die Aufnahmen wesentlich geiler. Und da habe ich so gedacht, ja, so, das ist geil. So ein Mischpult dranhängen, von Rode, ein Rode-Mikrofon ran und dann mit Equalizer und Kompressor, was da drin ist, und dann so live einspielen und so. Also, das fand ich wirklich viel besser als diese komischen Kabinen, die er da war. Also, weiß ich nicht, sich da in so eine kleine Kabine reinzuzwängen, nur damit die Stimme trocken ist. Nee, also das, ich will es auch gemütlich haben, wenn ich was aufnehme. Ne? Und da bin ich halt wieder so, ich will halt euch auch rüberbringen, wie gemütlich das ist. Und wenn ich in so einer Kabine mich da reinzwänge oder wo ich dann irgendwie so in der Haltung bin, das ist alles so. Ja, und die Stimme war ja dann auch extrem trocken und man hat ja gar nichts mehr. Und ich mag halt so Trockenaufnahmen nicht. Also das ist für Radio vielleicht ganz gut, wenn ich eine Radiosendung anmoderiere oder sowas, dann. Aber gerade so Podcast, da finde ich einfach Atmosphären viel schöner und deshalb mache ich es auch so, wie ich es mache. Ne? Das war zum Beispiel auch ein Punkt, den ich nicht so machen wollte wie Stefan Merk, ne? Wo ich halt gleich gesagt habe, so gut ich Stefan Merk auch finde, aber da war ich nicht seiner Meinung und habe gesagt, nee, also Kabine kommt mir nicht ins Haus und dauernd so trocken alles. Nee, ich brauche Atmosphären. Und selbst wenn ich meinen Podcast einspreche, da muss irgendwas im Hintergrund passieren. Und wenn die Katze rumwuselt oder so, ne, das ist einfach dieses Real Life, sage ich mal. Ne? Anders, wenn ich jetzt ein Gerät
vorstelle oder wenn ich jetzt wirklich etwas auflese, das ist was anderes. Er macht es ja auch beruflich. Er macht ja wirklich so Audioproduktionen und hat ja auch Handbücher aufgelesen. Und das ist natürlich was anderes. Ich kann natürlich ein Handbuch nicht auflesen mit einem Olympus auf dem Tisch und das ist natürlich uncool. Ja? Also das kann man natürlich auch mal machen aus Gag, aber das ist wieder was ganz anderes. Ne? Also ihr merkt, es gibt für jede Aufnahme oder für jede Art von Aufnahme ein eigenes Feld, sage ich jetzt mal. Und er macht es beruflich, ich mache es privat und insofern, ja, der Privatanwender nutzt es natürlich ganz anders. Ja, und mir reicht ein Olympus auf den Tisch und fertig. Ja. Dann hört man halt den Kühlschrank oder die Katze oder was ich was. Das ist einfach mein Podcast und so. Und so liebe ich das, ne? Und ich habe ja auch schon Zuspruch bekommen, wie Leute mir gesagt haben, ja, so trocken fänden sie es nicht so toll. Gerade wenn man jetzt so Kaffee trinkt und sowas und man würde jetzt wirklich nur die eigene Stimme hören. Also kann man ja auch mal machen, so ist es nicht, ne? Also das ist ja klar. Aber es ist natürlich für so einen Podcast oder wenn man jetzt wirklich und ja, es ist ja auch zu viel Equipment letztendlich, wenn man ja wieder ein Mischpult braucht, um was vorzuführen, ne? Und dann schließt man das ein oder andere ans Mischpult an und dann muss man wieder, dann hat man wieder da ein Kabel und ja, letztendlich, nein, da ist es mit so einem Olympus doch wirklich locker, ne? Du stellst es auf den Tisch. Also ich sage immer wieder, der beste Podcast von Stefan Merk war der Olympus 770. Also das war der beste Podcast, den er je gebracht hat. Also, weil erst kommt dieses Intro, dann quatschen die schon los, während das Intro läuft. Das hat er natürlich so reingeschnitten, ne? Aber schon mal das fand ich geil. Ja, den nimmt er auf, oder ja, oder irgend sowas sagen die da am Anfang. Und also schon mal das fand ich geil. Und dann einfach auch nur das Gerät darauf und hallo und herzlich willkommen, bla bla bla. Wir sitzen hier in der Küche und so. Geil, sowas liebe ich. Also das war wirklich seine beste Folge bis jetzt. Ja, und sowas finde ich geil. Also die Folge müsste eigentlich so einen Ehrenplatz kriegen, also irgendwie. Weil die war wirklich geil, wie die beiden da sich unterhalten. Ja, ich werde mir mal einen Kaffee machen. Von ihm habe ich ja das, ne? Also genau von dieser Folge, wo er dann sagt, ich mache mir mal einen Kaffee. Und der David Georgi, ja, mach dir mal einen Kaffee. Und es sind noch Bohnen in der Maschine und dann sagt, es sind entweder Bohnen in der Maschine und dann sagt David Georgi, ja, das interessiert uns aber jetzt nicht die Bohne und so. Also das war wirklich, das Ding hatte Schmiss gehabt, das Ding war authentisch bis zum geht nicht mehr und einfach nur das Gerät auf dem Tisch und fertig. Und das war wirklich die geilste Folge, die er je gebracht hat, für mich, also mein Empfinden. Hört euch die Folge an, merks.de. Olympus DM 770 ist wirklich geil. Natürlich wurde auch was eingespielt, Aufnahmetests, ne, das ist logisch. Aber gerade deswegen ist die Folge ja auch so geil. Auf der einen Seite hast du diese Aufnahmetests, auf der anderen Seite hörst du halt auch, wie die da sitzen und quatschen und ihre Scherze auch machen. Und ne, also das ist kein Gespräch, was vorher irgendwie geplant, das Treffen war natürlich geplant, aber die haben sich natürlich kein Gespräch zurechtgelegt, sondern die haben das einfach vorgestellt und das wirklich, das ist der beste, das ist wirklich immer noch seine beste Folge gewesen. Ja, ich glaube, das war die Folge 76. Ja, müsste die Folge 76 sein. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber 76, DM 770, vielleicht war es auch 75. Ich weiß, ich habe seine Folgen jetzt nicht nur im Kopf, aber auf jeden Fall ist es wirklich die beste Folge, die er je gemacht hat, weil die wirklich... Am Schluss hört man dann noch, wie er mit dem LSP2 und dem Ohrwurm was aufgenommen hat und das war dann wieder nicht so prickelnd. Ja, über Kopfhörer vielleicht, aber so über Lautsprecher klang das dann alles ein bisschen dumpf. Also da muss ich sagen, die Olympus-Aufnahme war da schon wesentlich besser. Aber das war wirklich die geilste Folge, weil da wirklich so viel drin war. Und vor allen Dingen Atmosphäre schlechthin mit dieser Kaffeemaschine. Und daher habe ich das ja mit dem Kaffee trinken. Ne, ich habe diese Folge damals gehört und habe dann gesagt, ja genau das ist es. Sven trinkt einen Kaffee, quatscht dämlich, das ist es. Das ist Podcast von Sven Heidenreich. Da hat mir Stefan Merk den Anreiz zugegeben. Ja, wenn er das wüsste, würde er wahrscheinlich auch sagen, oh Gott. Ja, aber so war das. Ne? Ja.
Habe irgendwie schon mal versucht, schon mal einen Aufruf gemacht, ob man halt jemanden findet, der Stefan Merk so imitieren kann. Bis jetzt habe ich noch keinen gehört, der den nachmachen kann. Ich selbst kann ihn nicht nachmachen, weil meine Stimme da zu viel zu tief ist. Aber da habe ich ja auch mal so Scherze mir überlegt. So Stefan Merk würde irgendwas vorstellen und das wäre aber total ein Gerät, was total mies klingt. Es müsste aber ein Gerät sein, was alle kennen, wo jeder weiß, dass es mies ist. Und dann würde man halt dieses, dann würde man halt so ein Gerät vorstellen, was richtig mies klingt. Und er würde halt sagen, ja, das ist eine super Aufnahme, also schon mit diesem Unterton, ne? Dass halt alle wissen, das ist scheiße. Sowas fände ich natürlich so als 1. April-Folge geil. Ne? So, Stefan Merk stellt ein Gerät vor, was eigentlich total schlecht ist und mit diesem Unterton schon alleine. Und dann, ja, also sowas finde ich zum Beispiel auch immer witzig. Mal gucken, ob ich sowas mal mache. Aber ich habe nicht sowas wirklich Schlechtes. Na gut, ich könnte die 8-Bit-Aufnahme könnte ich hochpreisen. Genau, das werde ich vielleicht mal irgendwann am 1. April machen. So von wegen, diese wunderbare Super-Hi-Fi-Definition-Aufnahme. Von 8-Bit klingt wirklich wunderbar. Vor allem, wenn man sich klassische Werke damit anhört. Und dann müsste man sowas einspielen irgendwie. Und dann, oh ja, das wäre doch mal ein Gag. Sowas richtig Schlechtes gut reden. Aber alle wissen, dass es schlecht ist natürlich. Also mit diesem, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Mit diesem Unterton natürlich. Ja? Und danach kann man ja auch sagen, ja, ihr seht ja, wie scheiße die 8-Bit-Aufnahme ist. Aber ja, so eine Gags machen mir einfach Spaß. Und gerade wenn so eine Gags natürlich von so einen Leuten kommen würden, würden sie natürlich nie machen. Aber stellt euch mal vor, Stefan Merk, der ja nun wirklich audiophil ist, würde Werbung für 8-Bit machen. Aus Gag. So würde schon so ein Podcast anfangen, ja? Hallo zusammen, heute stelle ich euch eine wunderbare Audioqualität vor. Das ist der Hammer. Das ist der Lacher schlechthin. Und alle wissen, dass es schlecht ist. Und alle haben was zu lachen. Ne? Also sowas müsste ich mal bringen. Ja? Ja, vielleicht mache ich das wirklich mal. Also, dass ich mal so tue, als wenn 8-Bit wirklich die Aufnahmequalität schlechthin wäre und ich will es verkaufen. So, am 1. April kann man sowas doch machen, oder? Da haben wir mal alle was zu lachen. Ich weiß bloß nicht, wo ich klassische Werke oder so Hi-Fi-Definition-Musik oder man stellt die irgendwie nach, ja. Ich meine, man darf ja nichts Bekanntes nehmen. Weiß nicht, man müsste irgendwie so, ja, man kann mit den 8-Bit auch Mozart hören, da müsste man so eine Art Mozart-Fiedel, also so Mozart-Klassik rein, oder Beethoven, und dann schön in 8-Bit reinmischen. Also, oh, herrlich, also das sind so Scherze, die ich einfach liebe, ja, und jeder weiß, dass es ein Scherz ist. Ja, so eine Scherze von den Großen, das, also für mich ist ja Stefan Merk einer der Großen. Am 1. April wäre das schon geil. Es gibt so einen ähnlichen Scherz. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch zusammenkriege. Der Robby Sandberg, ihr kennt den ja sicherlich. Robby Sandberg ist jemand, der auch viel Podcast macht. Und der hat mal genau sowas abgezogen und hat es auch nie aufgelöst, glaube ich. Der hat mal so ein Smart-Assistent irgendwie, ich glaube, das war über das DBSV-Jugendmagazin. Und der hat mal so einen Smart-Assistent hergestellt, der sich aber dann als total blöd, also das hat natürlich er selber gemacht, ne? Und das hat man natürlich auch gehört. Ich glaube, er war das. Und hier, vielleicht verwechsel ich das auch. Also auf jeden Fall hat Robby Sandberg schon mal sowas Ähnliches gemacht. Und Kurt Hagen hat ja sowas auch mal abgezogen, ne? Mit so einem Sprachassistent, der dann irgendwann war, hat er den aber eingesprochen, so von wegen. Und so eine Dinger finde ich natürlich richtig witzig. Das ist einfach mal was zum Lachen. Ne? Ich meine, mir ist natürlich bei sowas auch die Auflösung wichtig. Ne? Also ich finde es natürlich wichtig, wenn am Schluss von sowas natürlich kommt, ja Leute, das war jetzt mal ein richtiger geiler Gag. Ich hoffe, ihr habt euch alle ein bisschen amüsieren können. Ne? Also sowas finde ich dann schon wichtig. Ne? Also dieses unaufgelöst lassen und dann, ja, na, stimmt es oder stimmt es nicht, was ich da erzähle? Also mir wäre schon wichtig, wenn ich so einen Scherz mal mache mit euch, vielleicht am 1. April oder sowas, mir ist es wichtig, dass ihr erstens schon natürlich von Anfang hört, dass es ein Scherz ist. Ne?
weil mir geht es ja nicht darum, euch zu verarschen. Ja, also ich, das ist nicht mein Zweck, sondern mir geht es darum, dass man da sitzt und einfach weiß, es ist scheiße und man verkauft es aber als gut. Und, aber alle wissen, dass es halt totaler Mist ist. Und ja, der Zuhörer weiß es, der Podcaster weiß es eigentlich auch. Aber man will jetzt irgendwie so für 5 Minuten die Leute im Glauben lassen, dass 8-Bit geil ist. Aber jeder hört es natürlich und findet es scheiße. Und das ist genau das, was mir daran, das ist genau das, was mich daran reizt. Ja, also, da, ist einfach, weil die 8-Bit ist ja nun wirklich eine richtig miese Aufnahmequalität. Ne? Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, warum die das da eingebaut haben, aber stellt euch mal eine Duschaufnahme, also duschen oder, ich hatte es ja schon mit dem Kaffee, ne? Kaffee machen oder duschen, stellt euch mal sowas in 8-Bit vor, das muss ja grauenhaft sein. Also, oder stellt euch mal eine Außenaufnahme vor, ja, jemand würde eine Autobahn aufnehmen oder einen Zug in 8-Bit. Ja, also das ist natürlich, aber es wäre natürlich auch mal ein Experiment. Wie lange bleiben die Leute dran? Ja, man könnte das natürlich auch so als Ding, dass jeder dann zuschreibt, wie lange hat das ausgehalten mit einer 8-Bit-Aufnahme. Ne? Ich meine, stellt euch mal so ein Zugquietschen von Bremsen vor, ne, in 8-Bit. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Ich meine, ich finde ja Gespräche schon grausam damit, aber ja. Also ihr merkt, ich finde Scherze gut, wenn sie halt auch wirklich als Scherz gemeint sind. Ja, und wenn man natürlich schon so anfängt und ich meine, klar, es gibt Leute, die lassen es offen, die so von wegen, ja, ich setze es jetzt als Scherz rein und haha. Nein, ich finde es halt wichtig, dass die Leute wissen, dass es ein Scherz ist und dass die Leute über diesen Scherz einfach lachen können, aber nicht, weil ich den Scherz mache. Ja, also darum geht es auch nicht. Sondern um die Sache an sich. Ja, 8-Bit kennt ja jeder, der einen Olympus DM770 oder Olympus 720 hat. Das heißt, sie lachen ja nicht über meinen Scherz, sondern sie lachen darüber, weil sie dies kennen und sagen, ja, ich find's genauso scheiße wie du. Darum geht's mir eigentlich. Ja. Und ja. So ist es einfach. Aber naja, noch haben wir nicht den 1. April und ich weiß auch noch nicht, ob ich es mache. Ob ich so eine Scherze mache, aber ich finde sowas natürlich lustig. Wenn man es offensichtlich macht. Ne? Also wenn man weiß, wenn man es wirklich schon vorher oder vielleicht auch noch vorher ankündigt. Ne? Ich könnte es natürlich auch in der Beschreibung schon gleich sagen, hier ein April-Scherz. 8-Bit ist gut. Oder sowas. Und dann, also sowas zum Beispiel. Und dann ja, würde ich halt ganz normal anfangen mit Hallo zusammen. Heute möchte ich euch beim Olympus die Aufnahme 8-Bit nochmal vorstellen. Eine wirklich hohe, technologierte audiophile Aufnahme. Setzt euch die besten Kopfhörer auf, die ihr habt, und dann kommt diese Scheiße. Ja, also, ja, man muss ja auch mal was zu lachen haben. Ja. So, aber jetzt werde ich diese Folge mal hochladen und, ja. 26% geladen. Ja, wir sind ja auch schon bei 26% bei meinem Handy hier, also oh je, ja. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 354. Wir hören uns in der 355 wieder. Ciao, ciao.